Hallo und herzlich willkommen YouTube beim Killer Party und weiter geht's bei Let's Play UEFA Euro 2012 und wir checken erstmal die Ausstellung und zwar zu unserem letzten Gruppenphasenspiel. Boah. Götze reintun oder so. Aber für wen? Nee, lass mal. Ein Unentschieden würde uns glaube ich gerade noch reichen, aber es ist natürlich richtig wichtig, um weiterzukommen. Die Gruppe ist sehr eng, alle mit 3 Punkte. Und hier erstmal dein Lauf. 17. Juni 2045 und hier sind die Spieler, um die es heute geht. Hier die Tabelle, wir sind sogar wieder Dritter, denn die anderen haben schon gespielt. Dann würde es sogar ein Unentschieden reichen. Ja, aber los geht's. Ich muss gerade mein Mikro ein bisschen richten. Aber ich glaube, dass das so passt. Ja. Denke mal schon. Hallo, seien Sie gegrüßt. Ich heiße Manni Breukmann, mein Kollege. Ja, man misst Özil. Das wichtigste Tor wahrscheinlich in der Karriere bis jetzt geschossen hat, und zwar das hier. Europameisterschaft 2012. Auch von mir hallo und Manni, dazu gibt es natürlich jeden Grund, denn diese Partie heute verspricht einiges, verspricht alles. Das letzte der Gruppenspiele, wir müssen gar nicht lange nachdenken. Diese Mannschaft muss heute gewinnen, hopp oder top. Und genau das wird der Trainer seinen Spielern vor der Partie nochmal klar gemacht haben in der Kabine. Die Kamera finde ich wirklich genial, ich sage immer, immer wieder. Ja, los geht's, Podolski. Die 3 Punkte zu holen, sonst war es das. Müller, Hummels, Lahm, der Kapitän, Khedira, Müller, Müller, Badstuber läuft mit, Badstuber geht vorbei, geht locker vorbei, Badstuber, Klose, nee, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger, ein sehr schöner Pass, Badstuber, flankt rein. Diese Frage ist überhaupt kein Problem. Immer noch Ballbesitz. Müller. Boah. Deutschland spielt aber in den ersten 15 Minuten, 16 Minuten richtig gut. Wieder Badstuber. Badstuber. Boah. Viel besser als in dieser Situation. Ballverlust. Was machen sie jetzt raus? Die Dänen. Aber sie kriegen den Ball nicht. Neuer. Rückpass zum Torhüter. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Bentner. Was für eine Grätsche. Lahm. Klose. Miro Klose. Müller. Er ist ja gut reingegangen in den Zweikampf. Und jetzt. Eriksen. Bentner, Bentner, Neuer. Muss rauskommen. Boah. Oh ja, da kann der Gegner tief. Gott sei Dank kommen hier die Nummer 1. Eine richtig gute Nummer 1. Sie ist gescheitert. Kasse hat er das gemacht, der Spieler. Wo geht denn der Ball hin? Wo geht denn der Ball hin? Müller. Badstuber. Von außen reingespielt. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Und Halbzeit. Er steht schon 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaft. Sind das wirklich 5 so, Minuten? 4 Minuten Halbzeiten. Und jetzt, meine Damen und Herren, die Analyse von Frank Buschmann. Kommt mir ein bisschen wenig vor, aber naja. Völlig enge Geschichte bisher und ich gebe keine Prognose ab, wer hier am Ende gewinnt. Es sind noch keine 5 Minuten. Ausgespielt. Ja, das muss ich dann im nächsten Part beheben, denn das sind keine 4 bis 5 Minuten. Podolski. Ist wirklich brutal schnell.
Oh. Nein. Oh. Das war aber Rettung in letzter Sekunde. Özil. Özil. Nee, den erwischt er doch nicht. Khedira. Klasse, wie er da wieder das Özil. Aufbauspiel des Gegners zerstört. Özil. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers. Wir müssen gewinnen. Deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Schweinsteiger am Ball. Boah, komm. Nee. Hey, Kim. Ja, oder? Ja, dann gib mal gelb. Scheiße. Hier haben wir Rommedal. Wir wechseln jetzt aus. Er darf sich nichts mehr erlauben. Auf der anderen Seite, er ist so wichtig für die Mannschaft. Ob sie damit gerechnet haben, Schürle. Ob sie es gehofft haben. Boah. Jetzt sind zwei neue im Spiel und können sich beweisen. Nee, schwarze Wolken, was soll der? Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will müssen wir beeilen. Müssen wir wirklich beeilen. Das Führungstor muss her. 15 Minuten. Hier und haben wir Schüle. Genau. Erster Ballkontakt. Boah. Ecke, Einwurf. Und hat den Ball. Ball Einwurf. Schüle! Schüle! Klasse Parade vom Torwart, der Sörensen. Lässt nichts anbrennen. Herr Kim! Oh Scheiße, ich verliere mir das jetzt dann wirklich. Mesut Özil jetzt. Ach Kim. Mann, jetzt wird's gefährlich! Ja! Boah! Ja! Das gibt's doch nicht! Wir sind weiter! Boah. Und da, so ist das mit dem Experten. Boah, wichtiges Tor. Ich kann dir nicht sagen, in diesem irren Fußballspiel, vielleicht war das Ding die Entscheidung, aber es ist immer noch spannend. Boah, Kim. Was für eine Grenze. Komm, Podolski. Podolski. Schürle. Ist aber diesmal erfolgreich und fair. Jetzt schießt er und... Boah. Mit einem weiteren Treffer. Einmal wechseln wir noch aus. Jetzt einmal wechseln wir noch aus. Und zwar... Götze für Khedira. Hier haben wir Khedira. Und Götze wird jetzt bald ins Spiel kommen. Und ja, zwar runter, das ist hier. Noch eine gelbe, dann ist er im nächsten Spiel hier haben wir Mario Götze. Das wird ziemlich klein. Und Götze ist doch links. Nee, der ist rechts. Was kommt. Passt. Komm. Schürle. Sorensen. Der Traum geht weiter. Der Traum geht weiter. Und der Traum geht wirklich weiter. Boah. Das Endresultat 1:0. Wir können gratulieren, das war es, Frank. Die Gruppenphase haben sie erfolgreich hinter sich gebracht. Und man muss einfach konstatieren, Manni, die Mannschaft ist richtig gut aufgetreten bisher in diesem Turnier. Und die anderen werden das auch gesehen haben, was diese... Ja... Dann als Gruppenerster. Schauen wir mal, wer unser nächster Gegner ist. England gegen 5-0 gegen die Ukraine. Aha. Okay, Niederlande gegen. Ne, verstehe nicht. Also zurück. Viertelfinale, oh, gegen Tschechien. Ja. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Klepati, wenn es heißt Let's Play FIFA Euro 2012 und zwar gegen Tschechien im Viertelfinale. Also bis zum nächsten Mal.